Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute geht es um das Orgelpfeifen-Thema, zu dem wir links das Stammproblem sehen. Was kann eine Schachstellung oder was kann ein Schachproblem mit Orgelpfeifen zu tun haben? Seht euch mal die vier Figuren auf der achten Reihe an. Wenn man entsprechend Fantasie hat und guten Willen, dann kann man darin eine gewisse Ähnlichkeit zu Orgelpfeifen sehen, denn die werden ja auch gerne so symmetrisch aufgestellt, wie der Autor das hier mit den Läufern und den Türmen gemacht hat. Der Autor dieses Problems, das war Samuel Lloyd, den Begriff Orgelpfeifen, den hat er allerdings nicht geprägt, das war irgendjemand anderes, wer genau, darüber streiten sich die Gelehrten noch. Und um das Orgelpfeifen-Thema darzustellen, dafür reicht es auch nicht, dieses Pattern hier aufs Brett zu stellen. Dazu gehört auf jeden Fall auch noch ein bestimmter Inhalt. Und den werden wir uns jetzt mal ansehen. Der Schlüssel zu Lloyds Aufgabe ist Dame A5. Und jetzt ist Schwarz erstaunlicherweise in Zugzwang. Es gibt vier mögliche Mattfelder für Weiß. Die Dame kann matt setzen auf B4, auf D5 und auf E5. Und der weiße Springer kann noch matt setzen auf F5. Diese vier Felder werden von den vier schwarzen Offizieren bewacht. Aber einer von denen muss er jetzt ziehen und er kommt auf jeden Fall irgendeinem anderen dabei in die Quere. Fangen wir mal mit dem Läufer C8 an. Wenn der nach D7 zieht, dann kommt Dame D5 matt. Wenn er nach E6 zieht, dann ist das matt Dame E5. Die gleichen Matts sehen wir, wenn der andere Läufer nach E7 oder D6 zieht. Jetzt nehmen wir mal den Turm. Turm nach D7, dann ist das matt Springer F5. Und Turm D6, dann setzt wieder die Dame matt, diesmal auf B4 und die gleichen Matts sehen wir natürlich, wenn der andere Turm zieht. Insgesamt also 8 Grimshaw-Verstellungen. Lloyd war der Erste, der die Idee mit diesem Schema hatte, aber er war bei weitem nicht der Einzige. Das nächste Problem, was wir uns ansehen, ist über 100 Jahre jünger. Und worum es hier geht, das sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick. Hier haben wir es nicht nur mit 4 Orgelpfeifen zu tun, sondern direkt mit 8. Beziehungsweise es gibt nicht nur eine Orgel, sondern direkt 2. Eine auf der Empore und eine im Seitenschiff. Diese Aufgabe wäre auf jeden Fall ein Kandidat zum selber lösen. Also vielleicht habt ihr Lust, das Video mal anzuhalten. Wenn Weiß hier auf sein Zugrecht verzichten könnte, dann würde er das gerne machen, denn Schwarz müsste sich dann auf jeden Fall selber schädigen. Wenn der schwarze Springer hier ziehen würde, dann käme entweder das Matt Turm B5 oder wenn der Springer den Turm schlagen würde, dann wäre das Matt Läufer B3. Und ansonsten könnte Schwarz ja nur mit einer seiner Figuren auf der H-Linie ziehen. Und die würden sich auf jeden Fall nun gegenseitig im Weg stehen. Es gibt wieder, wie bei Lloyd, vier potenzielle Mattfelder. Die Dame könnte matt setzen auf F7, auf E5 und auf E4 und der Springer auf E3. Und wie bei Lloyd ist jeder der vier Offiziere auf der H-Linie für ein Mattfeld zuständig, das er bewachen muss. Und egal wie Schwarz jetzt ziehen würde, immer würde eine Figur die Wirkungslinie einer anderen behindern. Nun ist allerdings Weiß am Zug und muss ja irgendeinen Schlüsselzug machen. Und da sehen wir, auch Weiß hat große Schwierigkeiten, einen Zug zu finden, mit dem er sich nicht selber schädigt. Der weiße Springer auf F1 darf natürlich nicht ziehen, sonst
würde er das Matt auf E3 aufgeben. Und jetzt sehen wir uns mal die weißen Orgelpfeifen an. Auf Läufer B2 käme Springer C4. Der Läufer hat den Turm verstellt. Das Matt Turm B5 ist nicht mehr möglich. Auf Turm B2 folgt Läufer G5. Dieser Läufer verstellt den Turm auf H5, aber das Matt auf E5 ist ja trotzdem nicht möglich, weil die Dame nicht gedeckt ist. Auf Turm C2 käme Springer schlägt B1. Der weiße Turm hat den Läufer verstellt. Auf Läufer C2 könnte Schwarz ganz einfach mit seinem König nach links entweichen. Und der einzige Zug, der nichts aufgibt, ist dieser hier. Turm B3. Und jetzt kommen genau die Abspiele, die wir gerade schon gesehen haben. Nämlich, wenn der Springer zieht, dann kommt das Turmmatt. Auf Läufer G5. Kommt Dame E5 matt. Auf Turm G5 kommt Springer schlägt E3. Turm G4, dann ist die Fortsetzung Dame schlägt F7. Läufer G4. Dann kommt das Matt Dame schlägt E4. Und vielleicht habt ihr euch gerade gefragt, warum kann man eigentlich nicht anfangen mit Bauer nach B7 oder mit Dame nach E7? Beides wäre gescheitert an dem Zug Läufer E6. Wenn Schwarz das jetzt zieht, dann kommt noch das schöne Matt Dame A8. Und das ist mein drittes und letztes Beispiel, ein Matt in 3 Zügen. Wenn man ein Thema, das man eigentlich in 2 Zügen darstellen kann, in 3 Zügen zeigt, dann sollte der dritte Zug irgendeinen Mehrwert haben. Und das ist hier der Fall. Achtet mal auf die jeweils zweiten weißen Züge. Der Schlüssel ist hier Turm B7. Es droht Dame D4 Schach, König E6 und Dame E5 Matt. Und die thematischen Verteidigungen ergeben sich dadurch, dass Schwarz versucht, die Wirkungslinie des weißen Turms auf der 7. Reihe zu verstellen, damit der schwarze König am Ende nach F7 ausweichen kann. Also, erste Thema-Variante, Turm D7. Dann kommt Turm schlägt C3 Schach, König schlägt E4, Dame G4 Matt. Nach Läufer D7 ist die Fortsetzung Turm D4 Schach, König C6, Läufer D6 Matt. Turm E7, dann spielt Weiß Turm B4 Schach, König C6 und das Matt ist Dame C5. Und die letzte Orgelpfeifenvariante, Läufer E7, die Fortsetzung ist Turm C5 Schach, König schlägt E4, Turm E5 Matt. Am Anfang steht der weiße Turm auf C4. In den 4 Varianten zieht er einmal nach C3, einmal nach D4, einmal nach B4 und einmal nach C5. Das heißt, wir sehen hier noch ein weißes Turmkreuz. Und weißes Turmkreuz plus Orgelpfeifenthema, das ist schon eine spektakuläre Themenkombination.
Es gibt ja auch noch zwei Nebenvarianten. Schwarz kann im ersten Zug auch direkt mit dem König nach E6 ziehen. Dann folgt Dame G4 Schach und entweder Dame F5, Turm C6 Matt. Oder wenn der König zurückzieht, König D5, dann ist das Matt. Springer schlägt C3. Und die zweite Nebenvariante, Springer C7, dann folgt Turm B4 Schach, König C6 und Turm schlägt C7 Matt. Das war der Cliffhanger von letzter Woche, ein Matt in drei Zügen. Der Schlüssel ist hier Bauer nach G7. Es droht G8 Dame Schach, Bauer E6 und Dame schlägt E6 Matt. Wenn Schwarz sich verteidigt mit Turm C8, dann folgt Springer 6 nach C5. Der schwarze Turm ist kritisch über das Feld C5 gezogen und jetzt droht doppelt Springer C3 Matt und Dame D4 Matt und beides zusammen kann Schwarz nicht verteidigen. Wenn er zum Beispiel zieht, Turm schlägt C5, dann bleibt immer noch das Matt Dame D4. Zweite Variante, wenn Schwarz den anderen Turm zieht, Turm nach B8, dann folgt jetzt ein Novotny mit Schachgebot, nämlich Springer B6 Schach. Und auch hier, egal wie Schwarz sich entscheidet, es bleibt auf jeden Fall ein Matt übrig. Wenn er hier zum Beispiel mit dem Läufer schlägt, dann ist das Matt Springer B4. Die letzte Variante. Auch der schwarze Springer A8 kann auch eingreifen, indem er nach C7 zieht. Dann folgt aber Springer 4 nach C5 und jetzt drohen direkt drei Matts, nämlich Dame D4 Matt, Dame E4 und Springer schlägt C7 Matt. Und es gibt schwarze Züge, mit denen Schwarz zwei dieser drei Matts verhindern kann, aber keinen Zug, mit dem er alle drei Matts parieren kann. Wenn Schwarz zum Beispiel spielt D schlägt C5, dann funktionieren die beiden Damenmatts nicht mehr. Aber es geht immer noch. Springer schlägt C7 Matt. Das ist der neue Cliffhanger. Auflösung natürlich nächsten Freitag. Außerdem machen wir nächste Woche einen Ausflug in den Kindergarten. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.